Da sind wir also bei meinem Schandfleck, sage ich jetzt einmal. Gut, ich betrachte es nicht einmal so, weil da ist mir das Material wirklich buchstäblich eingetrocknet. Es war fast nicht mehr verstreichbar. Ich habe es jetzt raufgespachtelt, mehr oder weniger. Es ist aber wie ein Untergrund zu betrachten. Ich lasse es jetzt total durchtrocknen und werde dann darüber einen weiteren Epoxy ja, Versuch starten, was man da jetzt noch machen kann. Aber wie gesagt, da warte die 72 Stunden Trocknungszeit ab und dann schauen wir mal, was daraus noch entstehen kann. Das ist ja gar nicht so schlecht, diesen Fehler gemacht zu haben, weil so kann ich mal schauen, ja, was ich da noch draus machen kann. Ich wäre selber nie auf die Idee kommen, das so auf diese Art und Weise zum Spachteln. Und 3D noch hat den vielleicht wirken zu lassen oder als Untergrund hervorscheinen zu lassen. Ja, schauen wir mal, was ich draus mache. Das wird mein Übungsstückle und bin mir sicher, dass das auch nur irgendwie wird. Ein weiteres Brett, das ich dann noch einmal beschichte. So, das war's jetzt einmal vorläufig. So sehen die Platten aus. Ich zeige es euch nochmal im Rundumblick. Und dann werden wir sehen, wie dann die Küche gemacht wird. Lasst mir doch auch eine Nachricht, einen Kommentar, eine Frage auf das und da könnt ihr unten reinschreiben, macht es das doch. Ja, oder gibt es mir Tipps, wenn ihr habt, oder was gefällt euch am besten? Ja, weil ich gestalte meine Küche und ich weiß noch nicht im Endeffekt, wie sie wird. Weil ich teste jetzt gerade mal, was kann ich überhaupt machen mit diesem Material. So, das war's jetzt. In dem Fall bis zum nächsten Mal.